Ich halte hier den Strafzettel eines einheimischen Bürgers in der Hand, der für öffentliches Urinieren sage und schreibe 3.333,33 € Strafe bezahlen muss. Ich denke, dass es hier ganz klar um eine Schikane geht und vor allem wird mit zweierlei Maß gemessen. Ich bin hier im Bahnhofspark von Bozen, wo man mehrmals am Tag kulturelle Bereicherer und Goldstücke beim öffentlichen Urinieren beobachten kann. Nicht nur beim Urinieren, auch größere Geschäfte werden ohne Scharnierer vor den Augen von Frauen, von Kindern, aber auch von Sicherheitskräften verrichtet. Und ich denke, eine solche Strafe passt auf keine Kuhhaut. Ich denke, dass jeder Beamte, der ein bisschen guten Willens ist, zunächst einmal das Gespräch suchen sollte, dass auch eine Aufklärung stattfinden muss, was passieren kann, welche Strafe eventuell ins Haus stehen kann, wenn man noch einmal beim öffentlichen Urinieren erwischt wird. Aber so eine Strafe kann Existenzen zerstören und es wird mit zweierlei Maß gemessen, denn ich glaube nicht, dass hier all die öffentlichen Urinierer im Bahnhofspark von Bozen, sprich die Ausländer, ähnliche Strafen zahlen müssen, beziehungsweise dass sie überhaupt bestraft werden. Und ich denke, wenn ein Einheimischer eine so hohe Strafe bezahlen muss, dann muss ein Ausländer ausgewiesen werden. Ihr könnt das jetzt nicht riechen, aber allein hier der Gestank, der Geruch, beweist eindeutig, dass es hier eben Wildpinkler noch und nöcher gibt. Damit es so etwas künftig nicht mehr gibt, gilt es natürlich, dass wir die Stimme erheben, dass wir dagegen ankämpfen. Sollte ich nochmal gewählt werden, werde ich natürlich Anfragen stellen, wie häufig Einheimische in den Genuss solcher horrender Strafen gekommen sind, wie oft Ausländer eine Strafe für öffentliches Urinieren erhalten haben und in welchem Ausmaß. Und ich denke, wenn wir alle gemeinsam dagegen ankämpfen, dann muss es auch machbar sein, dass man diese Strafen in dieser Form und in dieser Höhe überhaupt abschafft. Ich denke, dass das ein Unding ist von Seiten des Gesetzgebers, dass er bei Einheimischen so konsequent vorgeht und bei Ausländern alles toleriert, wegschaut und überhaupt nicht tätig wird.